Menschen scheinen heutzutage immer mehr vor dem Computer oder dem Fernseher zu hocken. Da kommt die Frage auf, ob der Mensch überhaupt noch gesellschaftsfähig ist. Doch liegt diese Vernachlässigung der Gesellschaft tatsächlich an den Medien? Oder liegt das eher noch an Faktoren wie der Ernährung? Bekanntlich ist es so, dass nur noch wenige selber Gemüse anbauen und viel vorgefertigtes Essen verzehren. Eine Studie belegt diesen Zusammenhang, bei der Häftlinge untersucht wurden, abhängig von der Ernährung. Ein Psychologe konnte diesen Studienverlauf bestätigen. Er erklärte uns ebenfalls, dass eine schlechte Ernährung schlimme Auswirkungen haben kann auf die Psyche. Daher wird empfohlen, möglichst frisches Gemüse zu verzehren, möglicherweise sogar direkt aus eigenem Anbau. Urban Gardening steigert die Lebensqualität. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie des Deutschen Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung steigern Gemeinschaftsgärten die Lebensqualität in den Stadtquartieren. Urbanes Grün macht unsere Städte widerstandsfähiger gegen den Klimawandel und gleichzeitig attraktiv und lebenswert, so Frau Professor Beate Jessel. In Basel wird sogar versucht, durch Urban Gardening die Generationen zusammenzubringen. Mit dem Motto Generationen begegnen sich über die Natur unterhält der Verein Urban Agriculture Basel den Generationengarten im Klübeck-Areal. Dort sollen sich die verschiedenen Altersgruppen kennenlernen und sich durch die Natur näher kommen. Urban Gardening schafft also Lebens- und Begegnungsräume, wirkt dem Ernährungsproblem entgegen und verbessert das Stadtklima. Ob die Projekte jedoch wirklich Früchte tragen, wird sich zeigen. Kampf ums Überleben am Burenweg. Im Kanton Zürich am Burenweg leben Selbstversorger in einer WG. Sie bauen ihr ganzes Essen, was sie zum Überleben brauchen, selbst an. Jetzt ist ihre Existenz bedroht, weil der Stadtrat das alte Haus renovieren will. Dies würde die Miete stark ansteigen lassen, was sich die Bewohner nicht mehr leisten könnten. Durch eine Petition, bei der über 1000 Unterschriften gesammelt wurden, wurde der Entscheid hinausgezögert. Livio vom Budenweg sagt dazu, wir sind zu einem Gespräch eingeladen, aber wir können uns nicht viel davon erhoffen. Der Stadtrat gibt dazu keinen Kommentar ab. Jede Woche wird am Budenweg ein veganes Essen veranstaltet, bei dem man auch spenden kann. Jetzt sieht es so aus, als ob die Bewohner wegziehen müssen, aber sie werden bis zum Schluss um den Erhalt des Budenwegs kämpfen. In der Stadt herrscht Krieg. Mit Sammelbomben und nächtlichen Einsätzen wird gegen das triste Grau der Stadt gekämpft. Die Rede ist von Guerilla Gardening, das heimliche Säen von Blumen und Gemüse oder das Pflanzen von Bäumen. Vertreter dieser Ideologie und Schweizer Pionier ist der Zürcher Maurice Macchi. Seine Blumengraffitis gehören schon längst zum Stadtbild und sind zum Markenzeichen der blühenden Stadt Zürich geworden. Mit seiner eigenen Initiative möchte er die Öffentlichkeit auf die steigende Wichtigkeit des öffentlichen Raumes hinweisen, die im Zuge des verdichtenden Wohnens entsteht. Green Gardening befindet sich in einer rechtlichen Grauzone. Jedoch fasst es die Öffentlichkeit durchaus positiv aus. Wer also für einen eigenen Garten keinen Platz hat, hat die Möglichkeit, mit Guerilla Gardening das zukünftige Stadtbild mitzugestalten. Schlechte Ernährung führt zu Gewalttaten. In der heutigen Zeit arbeiten die Menschen sehr viel und essen dabei sehr schnell zu Mittag. Man weiß, dass sich die Menschen schlechter ernähren als früher. Doch hat das Essen auch mit unseren sozialen Fähigkeiten zu tun? Nach einem Gespräch mit einem Experten in Psychologie konnte dieser uns dies aus seiner Erfahrung mit einem Jahr beantworten. Es wurde durch mehrere Studien bewiesen, dass schlechte Ernährung sich negativ auf einen Menschen auswirken kann. So zeigt eine Studie, dass Menschen, die sich schlecht ernähren, gewalttätiger sind als andere. So hilft also eine gesunde Ernährung, sich gesund zu halten und die Aggressivität zu verringern. Somit wird der Umgang mit den Mitmenschen gestärkt. Das Essen muss nicht mal teuer sein. Es kann auch gemeinsam angebautes Essen aus dem Garten sein, wie zum Beispiel Gemüse, was helfen kann, sich selbst und der Gesellschaft zu helfen.
Mexiko erlaubt Eigenkonsum von Cannabis. Donnerstag, der 5. November 2015. Der oberste Gerichtshof in Mexiko hat den Konsum von Cannabis für den Eigengebrauch grundsätzlich legalisiert. Was spricht für die Legalisierung von Marihuana? Mit Alkohol und Zigaretten dürfen sich die Menschen ganz legal ihre Gesundheit ruinieren. Zehntausende sterben jährlich an den Folgen des Missbrauchs. Über Cannabis-Tote ist dagegen nichts bekannt. Einige Leute sind auch hierzulande der Meinung, dass Cannabis legalisiert werden sollte. Ein Krebspatient hat während seiner Krebstherapie Marihuana selber angebaut und auch dieses konsumiert. Es hat ihm geholfen, die Schmerzen zu vermindern. Er erlebte eine Art der Entspannung. Eine Entspannung, die auch Sie erleben können. Fest verwurzelt durch Lohnerhöhung. In diesem Jahr profitiert die Landwirtschafts- und Gartenbranche von einer Lohnerhöhung. Dank der aktiven Zusammenarbeit des Unternehmerverbandes Chardin Suisse und des Berufsverbandes GBS Grüne Berufe Schweiz konnte eine Minimallohnerhöhung für die Gartenbranche verhandelt werden. Die Löhne werden auf mindestens 4.350 Franken erhöht. Das entspricht einer Lohnerhöhung von ca. 1%. Zum Vergleich, im letzten Jahr wurden die Minimallöhne gar nicht angepasst. Wie uns ein Experte von Chardin Suisse mitteilte, zahlen viele Betriebe bereits mehr als den nun vorgeschlagenen Minimallohn. Die Lohnerhöhung tut diese Branche sicherlich gut, da sie in der letzten Zeit massiv unter Importdruck stand. Cannabisanbau erlaubt in Mexiko. Am Donnerstag, dem 5. November 2015, wurde in Mexico City das Marihuana-Verbot aufgehoben. Es ist nun den Bürgern erlaubt, Cannabis selber anzubauen und aus Eigengebrauch zu konsumieren. Cannabis hilft zur Entspannung und lindert Schmerzen. Die Pflanze soll auch hilfreich sein gegen Krankheiten wie Asthma, Sodbrennen und noch viele mehr. Dies ist jedoch nicht bewiesen. Der Cannabis-Anbauer Tobias Meyer kann dies jedoch bestätigen. Ich habe selbst Cannabis angebaut und der Anbau von Cannabis hat mir zur Entspannung sehr geholfen, meinte dieser sinngemäß. Wir denken, dass der Anbau von Cannabis zur Entspannung und zur Heilung sehr hilfreich sein könnte. Eine Legalisierung in der Schweiz könnte auch schon bald möglich sein. Schaden würde dies sowieso nicht groß. Ob mit Cannabis oder nicht, Entspannung ist sehr wichtig und diese im eigenen Garten zu finden, wäre großartig. Verwurzelung am Arbeitsplatz durch Mindestlohnerhöhung in der Gartenbranche. Die Mindestlöhne in der Gartenbranche werden per Anfang 2016 auf mindestens 4.350 Franken und nach dreijähriger Berufserfahrung auf mindestens 4.550 Franken erhöht. Werden die Arbeitskräfte so mehr an ihrem Arbeitsplatz verwurzelt? Fakt ist, jeder mag Geld, denn wie das Sprichwort schon sagt, Geld regiert die Welt. Aber Vertrauen ist nicht käuflich. Wir haben Chardin Suisse gefragt, warum diese Mindestlohnerhöhung stattfinden. Ihre Stellungnahme dazu. Diese Mindestlohnerhöhungen dienen der Attraktivität in der Gartenbranche. Anträge zur Lohnerhöhung hätten sie keine bekommen. Außerdem zahlen die Arbeitgeber sowieso mehr als die Mindestlöhne. Somit spielt diese Mindestlohnerhöhung den Arbeitgebern auch keine Rolle mehr. Legalisierung von Cannabis in Mexiko. Der 5. November 2015 ist ein guter Tag für Kiffer in Mexiko. Denn der Anbau und Konsum von Cannabis wurde legalisiert. Einwohner von Mexiko können jetzt in ihrem eigenen Garten Cannabispflanzen anbauen. Nun ein kurzer Kommentar von Maximilian Muster. Ja, ich habe auch schon Cannabis in meinem Garten angebaut. Ich habe dieses Cannabis dann auch konsumiert und es hat mich wirklich entspannt. Dem Konsum von Cannabis wird eine entspannende, stimmungssteigendere Wirkung nachgesagt. Ebenso wie die Heilung von diversen Krankheiten. Die Pflanze sieht nicht nur sehr schön aus, sie soll auch entspannend wirken. Wo könnte man also besser entspannen als beim Cannabiskonsum?
im eigenen Garten mit Aussicht auf die wunderschönen Cannabispflanzen. Höhere Löhne in der Gartenbranche. Die Mindestlöhne in der Gartenbranche wurden per Anfang 2016 für über 10.000 Mitarbeiter erhöht. Trotz verstärkten Konkurrenzdruck aus dem nahen Ausland haben Jardin Suisse und Grünberufe Schweiz, GBS, durch intensive Verhandlungen beschlossen, die Löhne in der Gartenbranche zu erhöhen. Davon betroffen sind Zierpflanzenproduzenten, Garten- und Landschaftsbauer und Gärtner im gärtnerischen Detailhandel mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis. Mit der Anpassung werden die Löhne um rund 1% erhöht, was ca. 4.500 Schweizer Franken beträgt und nach einer dreijährigen Berufserfahrung sogar 4.530 Franken. Zudem wurde ein 13. Monatslohn im Gesamtarbeitsvertrag fixiert. Dieser Beschluss gilt jedoch nur für Mitgliedsfirmen von Jardin Suisse in den Kantonen Jura, Freiburg und Neuenburg und in der deutschen Schweiz mit Ausnahme von Basel-Stadt, Basel-Land und Schaffhausen, welche einen regionalen Gesamtarbeitsvertrag besitzen.